Ein tierisches Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video, Unboxing, was auch immer. Und zwar geht es heute um diese Dose, die ich hier liegen habe, die ihr hier gerade seht. Die ist heute mit der Post gekommen und das wird ein Experiment für die Geckos, für mich und für euch. Denn diese Dose ist das, was ich eigentlich nicht so richtig mir noch nicht angeguckt habe quasi oder noch nicht eine Alternative für mich war. Weil es ja immer so ist, dass bei den Geckos Frischfleisch gilt. Und da sind wir auch schon beim Punkt, das was hier drin ist, man sieht es vielleicht schon, Mischfuttermittel für insektenfressende Heimtiere. Das heißt, was hier drin sind Maulwurfsgrillen, Heuschrecken, Zohobas und Sepia-Schlupp ist da drin. Also eine bunte Mischung. Man sieht die ganzen drei Tiere auch hier vorne. Und ja, warum habe ich mir das jetzt bestellt? Und zwar will ich erstmal mit euch testen, ob das die Geckos bzw. Reptilien fressen. Oder erstmal meine Geckos. Bei euch kann das halt dann immer anders sein. Das will ich auch hier betonen. Also ich teste das hier bei meinen Geckos, bei meinen drei Geckos. Und das habe ich mir gedacht, falls man mal in Urlaub fährt zum Beispiel, ist es vielleicht besser, wenn man einfach so ein getrocknetes Futter hat, dass man dann den Nachbarn oder sowas geben kann, als wenn man ja da jetzt lebende Tiere hat, die man dann halt noch fangen muss und sowas. Ja, wir fangen jetzt mal an, das ganze Ding zu öffnen. Wir sehen hier also, hier oben haben wir einen Deckel. Den Deckel kann man abmachen. Dann sehen wir schon hier, dass das Ganze in einer Dose, also wie eine Dose, gefertigt ist. Hier oben haben wir schon so ein, ja, für die Dose zum Öffnen. Und ich werde jetzt mal die ganze Dose hier öffnen. So, und da ist auch die Dose offen. Boah, jala, was ist denn das? Oha. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig sehen könnt. So, hier haben wir Licht. Lecker. Ich habe jetzt auch, um die ganzen Tiere mal zu sortieren, mal hier drei Boxen vorbereitet. Also einfach drei Grillenboxen, wo ich jetzt einfach mal die Tiere reintun werde. Drei Boxen habe ich hier. Und ja, da werde ich jetzt erstmal die ganzen Tiere sortieren. So, also, hier sehen wir es. Herb Dinner Bearded Dragon Blend. Oder so. Ich werde das jetzt nicht sortieren. Also ich habe damit angefangen, aber ich lasse es jetzt einfach in der Dose drin. Und werde es dann halt aus dieser Dose hier vorfüttern. Mal gucken, ob da was ankommt. Bei den Geckos. Fazit zu der Dose, zu dem Unboxing jetzt mit der Dose. Ja, wenn ich mir so die Tiere angucke, sieht man eigentlich, dass, klar, es sind Tiere, das sieht nicht so lecker aus. Das ist halt mit Zeberschale angereichert. Und da ist halt auch schon Saft bei den Tieren ausgetreten. Deswegen ist es alles so ein bisschen feucht hier drin und so eine Matschepappe. Ja. Was man hier auch sieht, was gerade hier vorgehüpft ist. Hier vorne. Das sind die Maulwurfsgrillen, haben sie geschrieben, dass man die nicht so leicht bekommt im Zoofachhandel. Und ja. Also wie gesagt, das probiere ich aus. Ich werde auch versuchen, vielleicht mir so ein Vibrierstein quasi zu holen, wo ich dann einfach die Tiere drauf tue, die dann einfach so vibrieren und mal gucken, ob das funktioniert. Ja, wenn ihr wollt, dass ich mal das selber probiere, so ein Futter quasi herzustellen,
Also irgendwie solche Tiere zu trocknen oder zu Schockpfosten anzutrocknen oder sowas. Dann schreibt das mal in die Kommentare und gibt dem Video einen Daumen nach oben. Jetzt sieht man, wenn euch das Format gefällt, wenn ihr da jetzt wissen wollt, wie das hier ankommt. Und wenn ich das mal selber probieren soll, das Ganze wohl zu machen. Weil ich denke mal, dass es vielleicht für den einen oder anderen eine Möglichkeit ist, nicht so lebendiges Futter bei sich zu haben. Ich werde das erstmal mit mir immer probieren, dann später irgendwann noch mit grillen und ja, so weiter. Gut. Ich werde jetzt das Zeug hier versuchen zu verfüttern. Und bis dahin, einen schönen Tag euch noch und ciao. When you want to get up.